Magdalena Brzeska. Jetzt nach Edita Schaufler. Vielleicht für uns die Möglichkeit, mal einen direkten Vergleich zu ziehen. Richtig. Ein wenig angespannt und für uns verhalten, aber jetzt ein schwieriger Doppelwurf mit hohem Gang vorwärts, durch Schwierigkeit gefangen. Wir drehen ein wenig aus der Achse. Doppelrolle, Doppelwurf, gefangen, bravo. Da kann sie aufatmen. Sie profitiert von ihrer Ausdrucksstärke. Die Edita ist einfach beweglicher. Von der Körpertechnik. Das wohl die gravierenden Unterschiede zwischen diesen beiden Sportlerinnen. Auf jeden Fall. Hier ein Stand mit Mühlkreisen direkt in die Rückbeuge. Jetzt ein Doppelwurf. Ein Bogengang vorwärts in den Spagat. Und sehr heute, wie gestern, alles sicher gefangen, was am Freitag ja im Mannschaftsfinale nicht der Fall war. Da hatte sie die Keule schon in der Hand und dann ist sie doch noch rausgerutscht. Ja, schade. Sonst hätte es vielleicht zur Bronzemedaille für die Mannschaft gereicht. Aber mit dieser Übung wird sie erst einmal die Führung übernehmen. 9,833 in dem Keulenfinale.